Moin Moin, herzlich willkommen zu einem brandneuen Unboxing. Heute packen wir weitere Rewe-Sticker aus. Das hier ist unser Pull aus dem letzten Part, Part Nummer 1. Jetzt geht's weiter mit diesem Stapel hier. Nochmal drei weitere Booster-Pakete für euch, beziehungsweise eher gesagt für mich, für mein Buch hier. Was ich natürlich am liebsten vervollständigen möchte, 100 Jahre Disney. Überall wo Disney ein 100 draufsteht, dieses Logo hier, da rechne ich mit einer sehr hohen Wertsteigerung, natürlich in den nächsten Jahren. Wenn Disney dann immer 200 Jahre alt wird, meinst du, was das hier an Wert hat, du? Dann freuen sich aber eure Enkelkinder, dass ihr so ein teures Buch habt. So, lass uns jetzt anfangen direkt mit dem ersten Booster-Paket. Bin echt gespannt, was wir haben. Hoffentlich mal wieder was Gutes, so wie die Minimaus aus dem letzten Video. Da habe ich sehr gefreut. Ah, ich finde das so doof. So, das sind schon mal unsere ersten beiden. Da haben wir einmal aus dem brandneuen Film, der jetzt demnächst startet oder schon gestartet ist, Wish, je nachdem, wann das Video hier rauskommt. Heute war Filmpremiere übrigens am 26. November nehme ich das Video hier auf. Und Toy Story haben wir. Toy Story 5 soll ja auch kommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Schön und das Biest. Monster AG oder Monster Uni. Sehr gut. Habe ich auch noch nichts von, glaube ich. Vielleicht habe ich Sully oder so. Oder Mike. Aber ich freue mich. Dann geht es auch gleich sofort weiter hier mit der Kleinen. Und wir haben wieder was von Mickey Mouse endlich. Ich freue mich auf die Mickey Mouse Sachen. Oh Junge, ich sag's, und dann habe ich ihn auch sogar gezogen. Höchstpersönlich, Mickey Mouse. Habt ihr den brandneuen Kurzfilm auf Disney Plus gesehen? Hier, wo alle zusammen ein Foto gemacht haben. Großartig. Davon würde ich mir gerne auch 1,5 Stunden wünschen. Also einen richtigen Film. Aber leider wird das Disney, glaube ich, niemals machen. Wenn, da würde ich dafür auch ins Kino gehen. Also jetzt haben wir auch einen Lauf hier mit den Disney-Sachen, mit den Mickey Mouse-Sachen, ne? Dann haben wir einmal hier Findet Nemo. Findet Dory fand ich jetzt nicht so toll, aber Findet Nemo ist natürlich ein Klassiker. Dann, ich meine, es ist Encanto, aber ich habe Encanto nicht geguckt. Rapunzel natürlich und Mickey Mouse in diesem schönen 100er-Logo. Das war's auch schon wieder. Beim nächsten Mal packen wir dann den dritten und letzten Stapel aus für heute. Da muss ich mal wieder ein paar neue besorgen. Mal gucken, wie ich und woher ich die dann kriegen werde.